erwischt mich. Was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Wir wollen dich wieder zurückholen. Du musst bei uns bleiben, hörst du? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich will hier weg. Du kannst uns nicht verlassen, Marina. Wer sagt, dass ich das nicht kann? Ihr natürlich, denn wenn ich wegfahre, müsst ihr auch hier weg. Dann habt ihr keine Ausreden mehr. Nach einer alten Sage soll dieses Quellwasser ein Liebeselixier sein. Ich glaube nicht an Sagen. Eigentlich wollte ich etwas anderes erzählen. Im Sommer habe ich mich immer nackt neben die Büsche hier gelegt. Ich fühlte mich frei und ungehemmt, wie im Liebesrausch. Verstehen Sie, was ich meine? Nein, ich verstehe Sie nicht. Und wer es besaß, war glücklich, es mit anderen teilen zu können, ohne Fragen zu stellen. Die Gunst der Götter, sie begleitete den Gast. Und der göttliche Friede schützte ihn. Was für ein Mensch ist eigentlich dieser Graf? Er muss ein Produkt ihrer Fantasie sein. Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Als ich noch sehr jung war, vergewaltigte er mich. Von diesem furchtbaren Augenblick an wurde ich immer wieder von ihm gezwungen, ihm gefügig zu sein. Immer wieder verstand er es, mich zu erniedrigen. Und meinen Körper auf die schamloseste und grausamste Art zu quälen. Glaubst du, wer du bist? Der Einzige? Der Auserwählte, der durch keinen ersetzt werden kann? Du bist ein Idiot. Sag mal, merkt ihr nicht, wie lächerlich ihr beide seid? In diesem Haus gibt es nur einen einzigen Mann, der eine Frau körperlich und auch geistig befriedigen kann. Nein, fass mich nicht an, du Hure! Lass mich los! Du weißt nur zu gut, dass du dir draußen keinen Mann mehr kaufen kannst, nicht einmal mit all deinem Geld, du! Seid ihr denn verrückt geworden? Und haben Sie es nie zu bereuen, Frau? Seien Sie ehrlich. Nein, niemals. Ich habe keine Illusionen. Trotzdem glaube ich, dass Sie nach etwas suchen, was nicht existiert.